Zur Zeit der Morgenröte erklingen Stimmen, Gebete. Alle erschallen in wahrer und echter Liebe. Überall auf der Welt werden Menschen so zur Bruderschaft vereint. Diese Gebete steigen bis zu den höchsten Bergen auf und schmelzen die kältesten Herzen. Es gibt keine Gebundenheit und keinen Krieg mehr. Sie bringen Segnungen und Schicksale werden verändert. Dieses Jahr wird gute Ernte bringen. Chinesen drücken durch Poesie und Lieder aus, was in ihren Herzen ist. Die Hymnen Kanaans sprechen mit einer Offenheit, der man so in China selten begegnet. Die Lieder drücken ewige und wunderschöne Gefühle aus. Jeder, der die chinesischen Gemeinden verstehen möchte, wird über diese Lieder nachdenken. Diese Lieder sind gleichzeitig Glaubensbekenntnis und Lebenszeugnis der chinesischen Christen. Sie zeigen der Welt die Motive derjenigen, die diesen schmerzhaften Weg gehen. Ganz gleich, ob in abgelegenen Dörfern oder in modernen blühenden Städten, überall erklingt bei den Christen freudiger Gesang. Ohne Instrumente oder Musikanten, ohne Noten zu kennen und manchmal ohne den Text, singen diese einfachen Menschen pausenlos unzählige Lieder. Diese Lieder werden Hymnen Kanaans genannt. Die meisten Lieder in diesem Film sind welche von den bisher 930 Hymnen. Diese Lieder werden nicht nur in den chinesischen Hausgemeinden gesungen, sondern auch in Gemeinden der Dreiselbstkirche. Ja, einige von ihnen überall auf der Welt.
Die Hymnen Kanaans sind Gottes Geschenk für die chinesischen Gemeinden. Diese Lieder sind eine große Ermutigung für uns. Sie sind ein Ausdruck der Gnade Gottes gegenüber den chinesischen Gemeinden. Ich habe schon als Kind aus den Hymnen Kanaans gesungen. In unserer Hausgemeinde singen wir hauptsächlich Lieder aus den Hymnen Kanaans. Ich empfinde die Hymnen Kanaans als ein spezielles Geschenk Gottes für das chinesische Volk. Wenn wir Lieder aus einer anderen Sprache singen, ist das auch gut. Ich empfinde dann auch die Segnungen Gottes. Wenn ich aber die Hymnen Kanaans singe, dann habe ich das Gefühl, dass Gott mitten unter uns ist und all unsere Gefühle und Bedürfnisse versteht. Er ermutigt uns, wenn wir schwach und mutlos sind. Er gibt den Schwachen Kraft, er gibt uns Weisung. Deswegen empfinde ich, dass die Hymnen ganz besonders gut zu unseren chinesischen Gemeinden passen. Mich berührt das ganz persönlich. Als ich einmal in Jiangxi das Evangelium predigte, musste ich über einen Berg steigen. Plötzlich war ich ganz kraftlos. Da fiel mir dieses Lied ein und sofort kam alle Stärke zurück und ich konnte weitersteigen und schließlich das Evangelium verkündigen. Als ich die Lieder das erste Mal hörte, war ich sehr überrascht. Wer wurde so vom Heiligen Geist bewegt, dass er solche Verse dichten konnte? Ich denke, dass selbst ein Doktorand der Pekinger Universität solche Liedtexte nicht dichten kann. Auch an unserer zentralen Musikakademie gibt es keinen Studenten, der solche Musik schreiben könnte. Kaum einer, der die Hymnen Kanaans hört, kann glauben, dass diese Melodien und Texte von einem Mädchen vom Lande stammen, das noch nicht einmal Noten lesen kann. Sie heißt Xiao Min und ist in einem Dorf in Henan aufgewachsen. Ich wurde in einer Bauernfamilie geboren. Meine Eltern sind beide ganz einfache Leute. Meine Mutter hat niemals die Schule besucht und auch mein Vater hat nur ein oder zwei Jahre Schulbildung. Er kann kaum lesen. Beide sind arme Leute. Zehn Tage nach Xiao Mins Geburt wollten wir sie eigentlich einer anderen Familie geben. Aber gerade da hatten wir Hochwasser, sodass sie eben nicht abgeholt werden konnte. Das war Gottes Bewahrung und wir behielten sie. Während meiner Grundschulzeit litt ich oft an Vereiterung der Nebenhöhlen. Jeden Tag wurde mir mittags schwindelig und so übel, dass ich nicht mehr am Unterricht teilnehmen konnte. Später habe ich dann die Schule ganz aufgegeben. Letztes Jahr habe ich einmal bei Tonaufnahmen der Hymnen Kanaans teilgenommen. Ich arbeitete damals mit dem Chor und den Musikern des chinesischen Ballettorchesters. Nachdem wir mit den Aufnahmen fertig waren, gab es großen Applaus. Alle überlegten, welcher große Meister dies wohl komponiert hätte. Ich sagte ihnen, es sei aus der Feder eines Menschen, der noch nicht einmal die Grundschule abgeschlossen hat. Alle fanden das unglaublich. Sie dachten, ich lüge oder mache Scherze. Ich sagte zu Xiao Min, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn du dem Herrn vertraust, wirst du geheilt werden. Sieh, ich glaube, dann kannst du heute Abend mit mir zur Versammlung gehen.
Als sie mir damals das Evangelium verkündigte, habe ich ganz klar empfunden, dass es einen Schöpfer des Universums geben muss. Ich habe mich oft hingesetzt und nachgedacht. Ich habe zum Himmel aufgesehen, die Vögel, die wilden Tiere, all diese Bäume und Sträucher, das Gras, die Felder. Tief in meinem Herzen habe ich dann gewusst, dass es einen Schöpfergott geben muss. Aber ich kannte seinen Namen nicht. Als meine Tante mir das Evangelium erklärte, wusste ich ganz klar, ja, das ist er. So habe ich den wahren Gott gefunden. Noch ehe ich das Essen beendet hatte, kam sie an diesem Abend zu mir nach Hause und sagte zu mir, Tante, lass uns jetzt gleich zu dieser Versammlung gehen. Ich sagte, okay. An diesem Abend wurde sie gläubig. Nach den ersten beiden Versammlungen fühlte ich, dass es mir körperlich anders als vorher ging. Ich sagte zu Gott, ich glaube wirklich, dass es dich gibt. Ich glaube, du wirst mich heilen und führen. Lass mich dich kennenlernen und du wirst mein Leben verändern. Als sie begann, an Jesus zu glauben, habe ich sie unter Druck gesetzt. Wir wollten sie nicht zu den Versammlungen gehen lassen. Unser Kind widerspricht eigentlich nicht, so hat sie einfach geschwiegen. Ich ging zunächst heimlich in die Gemeinde. Meine Familie war eigentlich immer dagegen, insbesondere mein großer Bruder. Er dachte immer, Mädchen sollen zu Hause bleiben und nicht überall herumlaufen. Er hat mich schon ziemlich unter Druck gesetzt. So schlich ich mich heimlich zu den Versammlungen. Ich schätze die Brüder und Schwestern in der Gemeinde sehr. Sie hatten sich gegenseitig so lieb und waren ehrlich und aufrichtig. Auch die Atmosphäre und Warmherzigkeit war für mich einfach unvergesslich. So habe ich mich entschlossen, Christus zu folgen. Als ich mich bewusst entschied, wurde ich vom Heiligen Geist berührt und habe mein erstes Lied gesungen. Das war Ende 1990. Damals habe ich dieses Lied nur einem jungen Mädchen aus unserem Dorf beigebracht. Sie hat es dann anderen weitergegeben. Erst ein Lied, dann mehr. Die Leute fragten, woher kommen diese Lieder? Wo hast du sie gelernt? Sie sagte nur, von Xiao Min. Später fragten sie sich, woher kann Xiao Min so singen? Sie geht kaum aus dem Haus und spricht nicht viel. Woher kann sie das nur? Als sie jedoch sangen, waren sie im Herzen zutiefst bewegt. Sie bekannten, ja, Herr, du bist wirklich gut. Du verachtest uns nicht. Eigentlich wären wir Staub, nicht mehr als Motten und Würmer. Dennoch bist du voller Erbarmen, hast uns gestärkt und erwählt. Sie waren sehr bewegt. Als sie dann herausfanden, wo die Lieder herkamen, sind sie zu mir gekommen. Wenn ich manchmal nach Mitternacht noch Gesang hörte, habe ich gerufen, wer singt denn um diese Zeit noch Lieder? Ich konnte nicht feststellen, woher es kam. Sie hat es niemals erzählt. Wir haben es dann von anderen Leuten gehört.
Andere Leute haben mir davon erzählt. Sie gingen in die Gemeinde und fragten mich dann, weißt du, wer diese Lieder gesungen hat? Ich sagte, nein, wer? Sie sagten, deine kleine Schwester Xiaomin. Ich konnte es nicht glauben. Nein, das konnte ich wirklich nicht glauben. Später haben es mehrere Leute bestätigt. Nach einem Jahr kam sie aus Peking oder von sonst wo zurück und ging mit mir in unsere Gemeinde. Sie sagte, glaub es nur, diese Lieder hat mir Gott offenbart. Erst dann konnte ich es glauben, dass es wirklich von einem lebendigen Gott kam. Sieh mal, wenn nicht Gott selbst die Lieder offenbart hätte, wo sollte sie solche Lieder denn herhaben? Wenn diese Lieder nicht von Gott wären, woher sollte sie so viele Hymnen haben? Manchmal denke ich, wenn sie noch so viel gelernt hätte, könne sie sich 8 oder 10 Lieder ausdenken, aber nie so viele. Das ist der wunderbare Gott. Der Heilige Geist leitet ihren Verstand. Während ich bete oder nachdenke und manchmal während einer Predigt, gibt mir der Heilige Geist auf wundersame Weise einen Satz in mein Herz. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten habe ich dann sowohl den Liedtext als auch die Melodie und kann das Lied einfach singen. Einige Geschwister sind professionelle Musiker. Wenn ich den Zuhörern ein Lied beibringe, schreiben sie die Melodie schnell auf. Später hatte Xiaomin einen kleinen Kassettenrekorder, mit dem sie die Lieder jederzeit aufnehmen konnte. Sie hat den Text dann selber aufgeschrieben und die Melodie wurde von anderen in Noten umgesetzt. Egal ob auf Reisen, irgendwo im freien Feld, bei Versammlungen oder in verschiedensten Situationen ihres Lebens, wurde das Herz von Xiaomin von Gott inspiriert. Die Hymnen Kanaans wirken so, als ob das Blau des Himmels auf die Erde und die Erhabenheit Gottes sich auf die Menschen legt. So verbreiteten sich die Lieder der jungen Bauerntochter schnell überall im weiten China. Als Evangelisten unter den Minderheiten in der Provinz Jinan brauchten wir diese Lieder noch mehr als Stärkung.
Wenn wir uns in der Arbeit so hilflos fühlten, keine Kraft mehr hatten, dann haben wir die Lieder von Xiaomin gesungen und sind ermutigt worden. Als ich gerade in das Team aufgenommen worden war, haben wir dieses Lied gesungen. Nur wenn ich dich habe, kann ich leben wie ein Mensch. Als ich es sang, spürte ich in der Tat, o Herr, ja, nur wenn ich dich habe, hat mein Leben einen Wert. Wo kommt solch ein Lied her? Das kommt von Gott. Jedes Mal, wenn ich es singe, muss ich weinen. Eines Abends sang ich ganz für mich alleine, o Herr, du hast mich erwählt. Bevor ich es selber recht fassen konnte, tropften meine Tränen auf den Boden. Als wir an einem Morgen gerade mit vielen Leuten beteten, waren darunter einige, die sich lange nicht mehr gesehen und sehr vermisst hatten. Ich wusste damals nicht, warum ich mitweinte und so bewegt war, sobald ich den Versammlungsort betrat. Ich betete vor Gottes Angesicht. O Herr, um deinetwillen sind wir heute hier versammelt. Wenn nicht wegen deiner Liebe am Kreuz, wenn nicht um deines kostbaren Blutes willen, würden wir uns nicht kennen. Wir hätten nie solch eine geschwisterliche Harmonie untereinander. Mein Herz war damals besonders dankbar. Immer wieder dieser Satz: Danke, Herr. Damals kamen mir gleich die Worte dieses Liedes. Damals wünschten wir uns, einmal Xiaomin zu sehen. Wir dachten, sie ist bestimmt ein besonderes Mädchen. Als wir sie schließlich trafen, wussten wir, sie ist ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Ich empfinde stark das Wirken Gottes in mir. Ich habe noch nicht mal einen Grundschulabschluss. Oft bete ich zu Gott und sage, Herr, es ist etwas, das du getan hast, nichts, was ich tun könnte. Wenn du mich nicht gebrauchst und inspirierst, könnte ich nicht ein einziges Wort schreiben. An einem stürmischen Herbstabend auf dem Weg zu einer Versammlung tauchte dieser Satz in meinem Sinn auf. O Herr, halt mich fest an der Hand, durch Regen und Sturm zu fahren. Ich sagte, Gott, dieser Satz ist wirklich zu wunderbar. Das ist deine wunderbare Ermutigung an mich. Thank you.
Wenn Menschen von der Erhabenheit der Hymnen Kanaans bewegt sind und sich fragen, wer wohl diese einfache Frau ist, die sie geschaffen hat, dann wissen sie vielleicht nichts von der innigen persönlichen Beziehung von Xiaomin zu Gott. Xiaomin ist eine Dienerin Gottes in China. Ihr Leben gehört nicht mehr ihr selbst. Xiaomin liebt die Ruhe. Sie verweilt häufig in aller Stille vor Gottes Angesicht. Für sie ist Jesus nicht nur der Retter ihres Lebens, sondern auch der Bräutigam ihres Herzens. Das Lied »Der Bräutigam und ich« drückt ihre tiefe Liebe zu Jesus aus. Die Lieder von Xiaomin sind aus der persönlichen Erfahrung herausgesungen. Deswegen bewegen sie auch die Menschen, die sie singen. Wenn ich geistlich schwach bin oder meine Beziehung zum Herrn nicht in Ordnung ist und ich dann dieses Lied singe, empfinde ich besonders die Nähe des Herrn. Er führt mich wie an der Hand aus der Schwachheit und Dunkelheit hinein in die Kammer. Dort kann ich den Herrn wieder neu sehen. Xiaomin ist eine Tochter der chinesischen Hausgemeinden, die mehr als genug Leiden und Schwierigkeiten erlebt haben. Ihre Lieder sind in den Stürmen der Zeit und aus Blut und Tränen geboren worden. Am 7. September 1992 wurden wir alle während einer Versammlung verhaftet. Die kriminellen Gefangenen auf der Polizeistation fragten uns: Warum seid ihr alle gleichzeitig hier? Was habt ihr denn verbrochen? Ich sagte: Nichts. Wir glauben an Jesus Christus. Sie meinten: Der Glaube an Jesus ist doch gut. Warum verhaften sie euch? Da begann ich zu singen. In harten Zeiten erstarken wir. Ich
经过漫长岁月苦书严寒春夏秋冬依然听罢依然告诉不屈不挠万古长情万古长情有人去看我 Bekannte besuchten mich dort und erwähnten, dein Vater hat sehr abgenommen. In der Landwirtschaft hat er gerade viel zu tun. Geh und sag ihnen, dass du nicht mehr an Gott glaubst oder sowas ähnliches. Dann kommst du frei. Ich sagte ihnen, ich würde eher ein Leben lang im Gefängnis bleiben, als das zu tun. Ich werde an meinem Glauben festhalten. Geht und sagt meinen Eltern, egal wie sie sich über mich ärgern, ich glaube, dass Gott Erbarmen mit uns hat und auch sie trösten wird. Ihr Bruder sagte ihr, sag, dass du nicht an Jesus glaubst und sie werden dich freilassen. Das haben die vom Gefängnis gesagt. Sei doch nicht so stur. Im Gefängnis sang Xiaomin den anderen Gefangenen das Lied vor, das aus ihrem Herzen kam. Ich träumte im Wind, ich suchte im Regen. Ich suchte lange, lange Zeit und fand nicht des Rätsels Lösung. Ich hörte, dass Leute zu mir sagten, geh und such den wahren Gott, der wird es dir sagen, denn er hat Himmel und Erde erschaffen. In ihm ist Weisheit und Erkenntnis. O, welche Freude, ich habe den großen Gott gefunden und er hat für mich viele, viele Rätsel gelöst. Er hat mir den Wert und den Sinn des Lebens mitgeteilt. Das Leben wurde reich und schön. Freund, hast du auch solche Rätsel? Dann komm schnell und lerne Gott kennen. Er ist nicht fern von dir, er ist an deiner Seite, in deinem gläubigen Herzen. Dieses Lied ist das längste unter den Hymnen Kanaans. Als ich es damals vor den Gefangenen sang, vergaß ich ganz, wo ich war. Ich empfand, als wäre ich auf der Straße oder sonst irgendwo dabei, das Evangelium zu verkündigen. Die Gefangenen hörten mit weit aufgesperrten Augen zu. Wirklich wunderbar. Ja, Gott ist real. In diesem Moment hörte ich draußen eine Stimme. Es war die Stimme des Aufsehers. Er streckte seinen Kopf in die Zelle und sagte, ich sage dir eins, du bist jetzt hier in diesen Raum gekommen. Hast du dir auch schon mal überlegt, wie du wieder herauskommen willst? Hör auf zu predigen. Als ich damals das Evangelium predigte, habe ich nicht daran gedacht, ob die Frauen mich vielleicht für verrückt hielten. Wie kann sie das nur machen, dass sie hier drinnen noch predigt? Ich hörte dann, wie sie nur sagten, euer Herr ist wirklich großartig, die Lieder sind so schön. Warum wollen die euch ins Gefängnis stecken? Ich sagte ihnen später, das ist Gottes wunderbarer Plan. Als ich sah, wie sie ihre Hände zu Gott erhoben, Gottes Größe und Güte lobten, wie sie glauben wollten, da waren all meine Sorgen verschwunden. Ich betete, Herr, lass doch viele zum Glauben an dich kommen. Auch wenn wir ein Leben lang hier eingesperrt sein müssten. Wenn dafür Leute zur Buße kommen, dann ist das für uns eine große Freude. Ich bin Gott besonders dankbar, dass er mir dort große Kraft gab. Jeden Abend haben wir gebetet und für unsere Mitgefangenen gefastet. In dieser ganzen Zeit im Gefängnis hat keiner etwas Schlechtes über die Gläubigen gesagt. Als wir entlassen wurden, hielten sie uns an den Händen fest und sagten, wenn ihr frei seid, besucht uns unbedingt noch einmal. Diese Zeit werde ich wahrscheinlich ein Leben lang nicht vergessen. Wirklich, dort hat Gott zu mir gesprochen. Einmal beim Hofgang hörte ich aus dem Männergefängnis ein jämmerliches Geschrei. Die Langzeitgefangenen verprügelten einen, der gerade erst eingeliefert worden war. Ich hörte sein Schreien. Ich konnte danach nicht mehr schlafen und setzte mich auf. Da war plötzlich dieser Satz in meinem Herzen. Sehnsucht nach Freiheit. Sehnsucht nach Sicherheit. Sehnsucht nach der Liebe Gottes unter den Menschen.
Die dunklen Orte brauchen das Licht. Orte des Krieges brauchen den Frieden. Ich möchte ein Bote der Liebe sein. Heute empfinde ich, dass Gott mich auserwählt hat, das Evangelium den Notleidenden zu bringen. Als sie entlassen wurde, bemerkte ich an ihrer Nase einen blauen Fleck. Sie meinte, sie sei geschlagen worden. Damals war ich jähzornig. Ich wäre gern zum Gefängnis gerannt und hätte gesagt, wer hat meine Nichte geschlagen? Xiaomin sagte nur, vergiss es, Onkel, und schweig. Geschlagen ist geschlagen und vorbei. In Wirklichkeit habe ich nicht so viel gelitten wie die anderen Geschwister. Ihre Zeugnisse über die Gefängniszeit und ihr Dienst für Gott haben mir sehr viel Kraft gegeben. Sie sind Leute, die wirklich vom Herrn erwählt sind und ihr Leben für ihn hingeben würden. Viele Leute fragen voller Unverständnis, warum man so herumrennen und die Familie verlassen muss. Besonders jetzt, wo wir auch Kinder haben und sie manchmal zu Hause lassen. Viele Leute verstehen das nicht. Sie sagen, wir seien der Bibel ungehorsam. Aber ich überlegte im Gebet, ach Herr, wenn alle nur zu Hause sitzen, wie soll dann das Evangelium zu denen gebracht werden, die es nötig haben? Ich war damals sehr einsam und fühlte mich von Menschen missverstanden. Einmal ging ich einen schmalen Pfad entlang. Alles war sehr still und kein Mensch weit und breit. Damals spürte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach. Du bist nicht allein. Jesus ist bei dir. Egal wie viel Ungerechtigkeit und Schwierigkeiten du erlitten hast, wo auch immer du gehst, Jesus ist bei dir. Er geht mit dir. Deswegen sang ich damals: Du, du bist mein Herzensfreund. Du bist mein Offen gesagt, wir waren alle manchmal entmutigt. Aber auch dann haben wir nicht gesagt, ich glaube nicht mehr. Vielleicht schon, Herr, ich möchte eine Zeit lang nicht das Evangelium predigen. Wir möchten eine Weile nur glauben und zu Hause bleiben. Wir haben alle schon so gedacht. Aber es geht einfach nicht. Da sind zu viele Menschenseelen, die Gott uns ans Herz gelegt hat. Ehe ich gläubig wurde, hatte ich nicht so eine Liebe für China. Dieses Herz für China und sein Reich hat Gott mir gegeben. Ich las im Psalm 33, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Als ich diesen Vers las, dachte ich an meine Heimat, wie viele Jahre und Generationen, die von Feuer und Kriegen ergriffen wurden. Herr, du kannst unser Land behüten. Ich glaube, wenn unser Volk Ehrfurcht vor dir hat, wirst du es auch segnen. Ich war damals sehr bewegt und konnte mit erhobenen Händen für China beten. Ja.
Die ganze Versammlung wurde von diesem Lied ergriffen. Sie hoben ihre Hände und beteten: Herr, unser Gott, China gehört dir. China hat Ehrfurcht vor dir. Vom Präsidenten bis zum einfachen Bürger. Alle sollen dich kennenlernen. Ja, Gott hat sich China genaht. Auf das 10 Millionen Quadratkilometer große Land, auf die schier endlose geistliche Wüste, fällt das Evangelium wie ein sanfter Frühlingsregen. Er tränkt das dürstende Land. In dem Programm zum Frühlingsfest 2003 wurde das Lied »Die Liebe wohnt in meiner Familie« von einer christlichen Familie gesungen und erzielte eine unerwartet gute Resonanz. Händels Messias wurde nach mehr als 50 Jahren zum ersten Mal ungekürzt in Peking aufgeführt. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Es ist, als ginge Jesus durch das göttliche Land, wie China auch genannt wird. Unscheinbar, aber mit gewaltiger Kraft schreitet er durch Städte und Dörfer, über breite Hauptstraßen und durch kleine Gässchen. Ihm folgen singend unzählige Chinesen. Xiao Min ist eine von ihnen. Obwohl Xiao Min nun schon lange Mutter eines Kindes ist, gehört sie immer noch Gott, immer noch der Gemeinde, immer noch China. Unaufhörlich sprudeln Hymnen aus ihrem Herzen. Die Hymnen Kanaans lassen den Puls von über 70 Millionen chinesischen Christen höher schlagen.
Sie spiegeln die Spuren unzähliger Prediger der letzten 100 Jahre wider. Sie sind Prophezeiungen für das unausweichliche Schicksal des chinesischen Volkes. Sie werden immer mehr die heiligen Lieder in China. Weil Betroffenheit zu wenig und leere Worte zu viel sind. AVC